Playoff-Zeit in der zweiten Eishockey-Bundesliga mit den Moskitos Essen. Wir sind in Heilbronn bei Spiel 3 zwischen den Heilbronner Falken und den Moskitos Essen. Die Falken haben in Essen sich ihr Heimrecht zurückgeholt. Es steht 1:1 in der Serie. Somit haben sowohl Heilbronn als auch Essen ihre Spiele auswärts bisher gewonnen. Jetzt also wieder in der Lavatec Arena. Das Spiel, den Platz hier, hatten wir gerade gesehen, hat sich Michael Riska reservieren lassen auf der Ersatzbank. Gepolsterter Sitz, damit er da keine Schwielen bekommt. Im Tor der Heilbronner wieder die Leihgabe der Füchse Duisburg, Christian Rode. Bei den Moskitos noch immer nicht dabei Jochen Reimer, der noch mit der DG im Einsatz ist zu diesem Zeitpunkt. Gut gelaunte Essener natürlich auch wieder mit in Heilbronn dabei. Und ich kann es vorwegnehmen, die sollten ein ziemlich kurioses Playoff-Spiel in Heilbronn erleben. In den anderen Serien der Viertelfinalpartie steht es zwischen Kassel und Krimmitschau zu diesem Zeitpunkt auch nur 1:1. Rissersee führt gegen Schwenning zu diesem Zeitpunkt 2:0. Landshut 2:0 gegen Bietigheim und 1:1 in der Serie zwischen Essen und Heilbronn. Wir sind im Spiel Nummer 3 in Heilbronn. Die Heilbronner in Schwarz. Mit einer guten Chance hier. Markus Hettin mit dem Schoner. Und da weiß der Essener Schlussmann in dem Moment nicht, wo der Puck ist. Und Frank Petrosa steht auch völlig alleine vor ihm. Nimmt den Rebound auf. 1:0 für Heilbronn. Frühe Führung für die Gastgeber. Hier sehen wir es noch einmal. Alle Essener Spieler aus ihrer Position heraus. Petrosa ganz alleine vor Hätinen. Der sucht auch noch ein bisschen die Scheibe und dann steht es 1:0 für die Gastgeber. Wieder die Reihe um Petrosa. Der bekommt hier wieder die Scheibe und 2:0 für Heilbronn. Der Ex-Regionalliga-Spieler führt die Essener Hintermannschaft hier vor. Hier sehen wir es noch einmal. Abgezockt. Petrosa zum 2:0. Und gleich die nächste Chance. Heilbronn setzt nach. Wurde es dann zu bunt, nahm eine Auszeit und dann musste auch noch Martin Bartek raus. Hier das Vergehen. Dafür muss er auf die Strafbahn. Schiedsrichter Franz Josef Trainer macht 2 Minuten aus und das nutzen die Heilbronner aus. Philipp Schlager von den Adler Mannheim, der Förderlizenzspieler, 3:0. Marschiert da zwischen Beuker und Busch einfach hindurch. Und dann auch noch durch die Hosenträger von Markus Hettin. Ja.
Torwartwechsel, Hettin raus. Der ging auch ein bisschen angeschlagen in die Partie. Aber an den Toren konnte er aber auch nicht wirklich viel machen. Jetzt im Tor Daniel Wrobel. Es dauerte einige Zeit, bis er geprüft wurde. Moskitos mit der Anschlussmöglichkeit und Sören Sturm nimmt Maß, 3:1. Herr Kölner. Sehen wir es noch einmal. Ein satter Schuss für Rode auf der Fanganseite. Vielleicht haltbar, aber gut für die Moskitos. Die Scheibe landet im Netz. Auf der anderen Seite jetzt Wrobel zum ersten Mal im Bedrängnis. Und hier ist Wrobel im Glück. Coudron verpasst. Heilbronn deutlich her im Haus. Das war Philipp Schlager noch einmal. 3:1. Wir steigen im zweiten Drittel ein. Erste Minute. Und dann ist das Ding drin, 23 Sekunden gespielt. Luigi Calci steht in der Mitte, völlig blank. Noch einmal die Wiederholung, wieder die Abwehrspieler, das Verhalten, die Zuordnung, da passt überhaupt nichts. Und dann sitzt der Schuss von Calci genau im Eck. Nichts zu halten für Wrobel. Und die Moskitos jetzt in Überzahl. Seckerer. Rode hält. Artek. Strafzeit da vor dem Tor. Patrick Baum geht dafür raus. Hubauer mit der Chance. Sekera sucht den freien Mann, findet ihn mit Sochan, aber der bringt die Scheibe nicht im Tor unter. Patrick Strauch involviert hier. Manuel Weibler ebenfalls. Da darf man dann auch mal die Strafzeit geben. Der Stockschlag war ja nun direkt vor den Augen von Schiedsrichtertrainer. Der gibt aber keine weitere. Johansson und Rode hält. Alter, die Moskitos jetzt deutlich mehr vom Spiel. Setzen die Falken unter Druck, aber bis jetzt sprang noch nichts heraus. Bleibt der Schuss hängen von Johansson. Und der Konter läuft. Spielen die Heilbronner gut aus, aber am Tor vorbei. Die Scheibe, Mats Schöbel. Abwehrverhalten der Moskitos, eine einzige Katastrophe.
Auch hier wieder Petrosa alleine vor Wrobel. Hans Gestenge und dann vorbei. Martin Bartek versucht's. Patrick Fischer und Dean Boyker. Entschuldigung, Christoph Fischer natürlich. Ende des Vorwärtsrittels, Spielstand 4:1. 4:1 nach 40 Minuten. Das sah nicht gut aus zu diesem Zeitpunkt. Für die Moskitos. Und da geht es hart zur Sache. Michael Schatti in den Nacken von Dean Boyker. Ganz klare Strafzeit. Schiedsrichter Trainer, aber auch hier ohne Strafzeit. Kein Verständnis dafür an dieser Stelle. Und Wrobel mit der Fanghand. Auch wenn es Playoffs sind, das sind Fouls. Die müssen gepfiffen werden, vor allen Dingen, wenn das Spiel unterbrochen ist. In den Rücken. Ganz klar, da gibt es keine Diskussion. Heilbronn mit dem Konter. Patrick Strauch. Mit dem Schoner. Daniel Wrobel, der eine ganz ordentliche Partie ablieferte. Auch hier der Kontakt von hinten, der Stoß. Und dann kracht Geisberger mit dem Kopf in die Bande. Schiedsrichter Trainer hinterließ wirklich keinen besonders guten Eindruck. Gerade diese Aktion auch an der Bande, auch da gibt es keine Diskussion. Die Regelauslegung ist klar und deutlich in den Rücken mit Abstand von der Bande. Da muss Trainer einfach die Strafzeit pfeifen. Da kann er reden, wie er will mit Markus Busch. Da gibt es keine Diskussion und keine zwei Meinungen. Das Regelwerk gibt nur die Strafe in dieser Situation. Und weiter ging's. Die Essener sahen sich wieder im Rückwärtsgang. 1-3. Da verpasst Strauch zunächst. Heilbronn hätte längst den Sack zumachen können. Weiter steht es 4:1. Und Wrobel mit der Fanghand. Einfaches Eishockey bei den Heilbronnern. Scheibe und drauf. Auch hier wieder eine gute Möglichkeit. Filobock. Er trifft den Pfosten. 51 Minuten gespielt. Weiter 4:1. Martin Bartek kämpft an der Bande. Setzt sich da gut durch. Und dann gibt es eine klare Sache. Kalsche hier. Hebelt den Essener Stürmer aus. Strafzeit. Und die Moskitos mit einem Spieler mehr. Martin Bartek legt die Scheibe vors Tor und es steht nur noch 2:4. Herr Tubauer fälscht ab. So einfach kann es sein. Und die Essener Zuschauer hatten wieder Hoffnung. Konnten die Moskitos hier ein Comeback starten. Hier sehen wir es, da fälscht Tubauer die Scheibe ab. Gut gesehen von Bartek, nicht einfach draufgehalten. Asi Moskitos jetzt noch einmal mit der Chance. Sekera. Nicht lamentieren, Spiel läuft weiter.
Essener durcheinander, keine Zuordnung. Und dann ist das Ding drin. 5:2, Derek Edwardson. Da kommen die Moskitos wieder zurück ins Spiel und dann so ein Missgeschick ist schon verharmlost. Statt zu lamentieren, weiterspielen. Heilbronn nutzt das konsequent aus. Und Heilbronn noch einmal. Geisberger wieder dabei. Nichts Schlimmes passiert zum Glück. Und jetzt gibt es eine Schlussphase zu sehen in diesem Spiel, wie man sie wahrscheinlich, ich vermute einfach mal, lange, lange nicht mehr zu sehen bekommt. Erst einmal hier die Strafe gegen Heilbronn, ganz klar. Die 21 geht raus. Niklas Ackermann. Moskitos in Überzahl. Markus Busch bleibt liegen, rappelt sich nicht auf. Strauch auf und davon. 6:2. Unterzahltreffer der Heilbronner Falken. Zwei Minuten und 24 Sekunden vor dem Ende sollte man doch jetzt eigentlich sagen, der Deckel ist auf dem Topf. 6:2 für die Gastgeber. Das Spiel ist doch wohl gelaufen. Essener schlagen nochmal zurück. 57:59. Eigentor Bad Baum. Danny Albrecht bekommt das Tor zugesprochen. Der Hallensprecher sagt es an, die letzten zwei Minuten laufen. Die Fans feiern ihre Heilbronner Falken schon. Da kämpfen die Moskitos, Schadewald. Und der hält einfach mal drauf. 4:6. Nur noch aus Sicht der Moskitos. Eine Minute 33 Sekunden noch zu spielen zu diesem Zeitpunkt. Und wir wissen, im Eishockey geht so einiges. Den Schuss sieht Rode ganz, ganz spät erst. Bauer setzt sich da in der Ecke durch. Sochan in der Mitte. Und Sochan trifft. 5:6 aus Sicht der Essener. Siebenundvierzig Sekunden vor dem Ende. Und die Freudengesänge der Heilbronner sind verstummt. Es gab auch keine Auszeit von Rico Rossi. Jetzt wäre sie ohnehin zu spät gekommen, denn jetzt hätte er den Essener Luft gegeben für dieses eine Tor noch einmal. Pasan hatte keine mehr. Das Tor ist natürlich inzwischen leer. Und die Essener kämpfen jetzt noch für das unmöglich gehaltene. Heilbronn befreit sich. Die Zuschauer zählen die letzten Sekunden. Martin Bartek bringt die Scheibe Richtung Tor. Robin Sochan ist da. Der Ausgleich. Unfassbar.
Doppelpack Sochan. 150 Sekunden Verschluss lagen die Moskitos mit 2:6 im Rückstand. Jetzt steht es 6:6. Hier sehen wir es noch einmal. Bartek bringt die Scheibe auf das Tor. Rode hält die Scheibe nicht fest. Und dann ist Sochan da. Staubt ab. Unfassbar. Absolut verrückt, was sich hier abgespielt hat. Die Heilbronner Zuschauer geschockt, denn es ging in die Verlängerung. Und hier haben die erste Chance, die Gastgeber. Rode hält die Scheibe fest. Und die Heilbronner Fans können es immer noch nicht glauben. Jetzt die Chance für Heilbronn. Petrosa. Wrobel mit dem Schoner. Sudden Death. Das nächste Tor entscheidet in diesen 10 Minuten. Wenn es dann noch unentschieden steht, geht es ins Penalty-Schießen. Aber jetzt erst einmal im 4 gegen 4. Sudden Death. Dean Boyker. Sochan. Und dann ist es Matt Hubauer. Er schafft das Unmögliche. Besser gesagt, das, was man noch für unmöglich gehalten hat, 2,5 Minuten vor dem Ende. Die Moskitos gewinnen in Heilbronn mit 7:6 in der Verlängerung. Unfassbar. Spieler des Tages aus Sicht der Moskitos sicher, Robin Sochan. 3 Vorlagen, 2 Tore, dabei die 2 Tore in der Schlussminute der regulären Zeit zum 5:6 und 6:6 und dann die Vorlage zum 7:6. Moskitos drehen eine Partie, die schon verloren war. Zu 3, 2:6 und man gewinnt das Spiel 7:6 nach Verlängerung. Man hat also wieder das Heimrecht auf Seiten der Moskitos und die nächste Partie, die findet wieder am Westbahnhof statt. Die Fans natürlich haben hier Grund zu feiern. Eine denkwürdige Partie. Nicht nur für die Moskitos, sondern für das gesamte deutsche Eishockey. Ja, die Party der Fans ging dann auch noch draußen am Mannschaftsbus weiter und wir gehen dann zum nächsten Spiel. Heimspiel gegen die Falken.